Also es ist ein Honor. I mean, das ist eine Ehre ohne Ende. Das ist die größte Sammlung von Designobjekten, eine neue Sammlung in der Welt. Und das ein Teil von 4 Museen in einem, hier in der Pinothek de Moderne. Das ist wirklich einzigartig. Und der Fakt, dass wir haben das wunderschöne Architektur, das erlaubt, den riesigen Platz, das man braucht, ein Spannungsfeld, so groß wie Car Design, zum Atmen. Und Sie können das erleben. Das ist tatsächlich eine Einmal-in-Leben-Chance. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass BMW und das Museum selbst hat uns erlaubt, wirklich unser Bestes zu geben, in ein Statement über Car Design in diesem wunderschönen Umfeld zu machen. Also Car Design insbesondere ist ein sehr kunstvoller Bereich von Design. Es ist natürlich geprägt von Funktion. All good design is a form, das folgt Funktion. Aber der emotional Inhalt und der sculptural Beitrag, das der Prozess bringt, so ein wunderschöner, großer Produkt wie ein Automobil, das macht das ein bisschen anders als ein Telefon oder irgendetwas anderes in unser täglichen Leben. Das ist Design, aber vielleicht nicht so viel Kunst als ein Car. Ich bin überzeugt, Car Design ist Sculpture. Die Werk ist aus verschiedenen Elementen gebaut, nicht nur das Marmor unten und das riesig weiß flüssige Form, das kommt über, aber es hat auch Elemente von echten Automobils, das wir haben direkt von der Linie genommen, geschnitten teilweise und hier montiert, dass man sieht, wie das prägt das gesamte Werk von hinten, die Realität, das kommt durch. Und man sieht hier in den Reflections, wie schön das ist von draußen. Jeder, das kommt in das Museum, läuft vorbei diese Fenster dort und sieht direkt das Blick in das wunderschöne Jewelry Box of Technology. Das ist ein Automobil heute, ein BMW Motor insbesondere. Wir haben eine Sonder Hollywood Crew benutzt, einen echt Film- und Designprozess zu machen. Das ist keine Werbung, aber es ist echt von der Sichtpunkt der Leute. Also es ist nicht jeden Tag, dass man sieht eine Skizze mit der Filmkamera montiert auf den Bleistift. Und wie das wirkt. Und Excerpts von diesem Film, ein Teil ausgeschnitten von diesem Film, wird projiziert an das Gesamtwerk beim Nacht. Also normalerweise tief in der Nacht, da ist niemand hier und das Licht draußen sind aus, aber dann Design never sleeps. Ich hoffe, dass all Car Designers in der Welt, die finden sich zu Hause dort. Das ist tatsächlich etwas, dass man kommt und sagt, wenn ich kenne Car Design, ich fühle mich hier. Und wir haben das als ein auch ein bisschen Erlebnis vielleicht für all Car Designers, hier zu kommen und überlegen und anderen zu denken. Well, unser Produkt ist ein leistungsvolles Produkt. Und Leistung, Erfolg von Leistung, hat zu tun mit Spannungsfeldern. Spannungsfeld von Umfeld und Geschwindigkeit, persönlicher Ehrgeiz und was die Leistung einer Fahrzeug bietet an. Das ist nicht eine lässige, you know, schlafende Comedy. Das ist alive, aktiv. Und das braucht ein Tension, eine Spannung, eine Energie. Die Linie auf unseren Fahrzeugen, das haben eine Spannung in der Linie. Hoffentlich, Sie sehen ein bisschen davon unten, wenn Sie Ihre Hand über das streichen. Und das sind Linien, das zeigen auch durch die Anmutung wie Automobil selbst, dass ich bin alive, ich bin wach, ich habe das Energy in mich. Und ich denke, das ist ein Sonderbeitrag, das vielleicht BMW Design spürt sich in erster Linie, dass wirklich das Beziehungen auf die emotional Inhalt unser Produkt mit dem Erlebnis, das man hat, wirklich hinter die Steuerrad. Aber das ist ein komplettes Bild, ein BMW. Well, to be part of this is an honor, without a doubt. This is one of the greatest museums in the world now. The Neue Sammlung, one of the 4 museums here, it alone is the world's largest collection of design objects. It's fantastic. And to be asked to be part of the permanent display here, which really makes a statement as you come into this hall, this great entrance past this long stairway of all these famous design objects, and then into the room with mobility in it, cars, motorcycles, vehicles that really showed what design has brought to the freedom of man, and then have a chance here, absolutely the best spot possible, to have a 10-meter by 14-meter statement for really car design as an art. This is a one-time-only chance. The professionals we worked with, they were wonderful. The stonemasons, the artists that we worked with, the construction crews, they brought with, in this project, their own culture. We learned from them. They learned from us. We did sharing. They came and visited us at our work, and we visited them in their ateliers. And through this, even though it was very short in a time, I think we all learned an enormous amount, and we all profited greatly as persons. I must say, in my 10 years here, this is the greatest
greatest work that I've ever had a chance to be part of, and I'm really thankful for it. A great team worked on this. They really are super. I hope that everybody who understands a bit of car design or wants to can come and find some of their emotions in this piece. And we believe at BMW that our cars are art, that what we do is sculpture, because we approach it with the same belief in truth, belief in beauty, belief in the love that you bring to your work that great artists do everywhere. And when you see these rolling sculptures outside, it's nice to know that here in this museum, there's a little piece dedicated really to the men and women who make that and the process that they follow to do it. Well, we've made it out of many elements, as you see, as not just from the marble on up into the great form and this glowing curve, but also real parts of cars are behind it. We went onto the BMW assembly line and took parts left and right and fitted them together in a montage which shows this incredible technical jewelry box that lies underneath the hood of every car. The motors alone are fantastic and fascinating. And this curve with these parts behind it, as you can see it in the reflection there, it lies right in the middle of one of the windows that is in front of the entrance to the museum. Everybody who comes into the museum walks right past that and can be beguiled from a curving form that exists in a normally very rectangular architectural statement. And at night, this huge form can have a film projected on it. The film we developed to be shown in monitors down below in a 10-minute loop on the process of car design. Very artistic, not at all as a advertising film, but really seen through the eyes and the experience of the people who make cars. It's not every day that you mount a camera onto a pencil and see what a sketch looks like as from the viewpoint of the pencil, but we did that. Very interesting. And this film, in parts, is shown on this huge white form at night after the museum goes to sleep and the lights go out. Then the film comes alive and people out on the street can see it, and it brings that other element of design never sleeps into the whole story. There's action here, there's life here, and hopefully that brings a little specialness to this part of the museum. Certainly the idea is here, all car designers everywhere should feel at home with this piece. We really specifically took BMW-ness in terms of name or product placement as much out as possible. Perhaps there's an emblem or two on a steering wheel you might see. But in reality, the curves that are there are the curves that show the emotions that all car designers work with. And I think you'll see a little of the historical uniqueness of not just BMW, but all great car manufacturers in the shapes and forms on the wall. The original project here was defined by Professor Hufnagel from the museum as being one to demonstrate that tension that does exist between the emotional and the rational, the artistic side and the engineering side of a product as complex as a car, which car design finds itself right in the middle of. So we thought about it quite a bit, the small team that worked on this, and we decided that the best way to show this was to put yourself really in the mindset of a car designer. Now, BMW car designers are quite at home with this tension field, because tension, the energy that comes through that, this not sense of sleepiness and everything falls down, but it's alive, awake. How does it come through in a curve? How is it shown in a form? These are issues which we deal with all the time in BMW, because you want to make that car look alive and have that sense of tension. So I hope when you stroke the forms in the marble and you look down those lines and you think about it, I think there's energy in this. These are forms that want to come alive. It's rarely that you have a chance to put this in something as permanent as marble, but I think when you feel it, I've washed cars that feel like this. Yeah, that should be the idea.
einmal das Modell eines Überschallflugzeuges, das mit, glaube ich, 5 macht. Wir haben konzipiert, ich glaube, dass sie die wichtigsten und bedeutendsten sind. Und mit welchen Volumina heute umgegangen wird, im Gegensatz zu dieser Spanne von weniger als 50 Jahren. Und was das Thema Fahrzeugdesign heute bestimmt, das sehen Sie hinter sich. Es ist das Thema, und das hat mich sehr gefreut, als ich Sie beim Reingehen beobachtet habe, Design heute in der Linie, die nicht mehr eine konstruktive ist in der Sicke. Die Designer heute arbeiten fast wie Bildhauer. Und darum hatte ich gebeten, dass in der Designabteilung der BMW AG für uns nur für hier ein Film gedreht worden ist. Nun, die Geschichte des Design ist nicht ohne die Geschichte des Automobildesigns vorzustellen. Ich glaube, es gibt kaum ein Produkt des 20. Jahrhunderts, das stärker vom Design bestimmt ist als das Automobil. Das liegt nahe, hier einen Schwerpunkt zu setzen und noch dazu einen Schwerpunkt, der auch so starke Emotionen der Begeisterung bis hin zur strikten Ablehnung auslöst. Ich glaube, ein modernes Museum, das in die Gegenwart und in die Zukunft geht, soll auch anregen, soll Diskussionen auslösen und soll vor allen Dingen den Menschen einmal zeigen, wie viel geistige und künstlerische Intellektualität notwendig ist, um ein Produkt zu gestalten, das so hochkomplex ist wie ein Fahrzeug. Wir zeigen hier Fahrzeuge vor 1945, die dem Prinzip des Engineering Design mit dem Thema der Stromlinie folgen. Und dem wollte ich einen Gegenpart entgegensetzen, den man umschreiben könnte mit den Worten Motion and Emotion. Und deshalb hatte ich BMW Design angesprochen, ob sie mich bei diesem Beitrag nicht unterstützen können. Und ich fand dort offene Ohren, was mich natürlich besonders gefreut hat, weil wir einen sehr, sehr engen Kontakt zu den Entwerfern haben. Und ich kenne kein Museum, wo dieses Thema angesprochen worden ist. Und als wir das Thema dann vertieft haben, hat der Chefdesigner der BMW Group, Chris Bengel, eine völlig verrückte Idee entwickelt in meinen Augen, um hier unseren Besuchern etwas von dem zu vermitteln, das heute Fahrzeugdesign bestimmt. Und das sind ja die Linien, das ist die Haptik. Das ist das Anfassen können, das ist die Schrägansicht, das sind die Spiegelungen. Und er hat da auf ein Prinzip zurückgegriffen, was meines Wissens schon in Italien in früheren Zeiten üblich war, wo man die ersten Modelle aus einem Stück Marmor geformt hat, ähnlich wie eine Skulptur, um sozusagen den Linienfluss zu beobachten und die Spiegelungen. Und so kam es zu dieser gigantischen Wand, die Sie im Hintergrund sehen, die schon heute sehr viele Besucher dazu angeregt haben, ganz vorsichtig zu tasten und diese Linien nachzuvollziehen, was Sie auch können. Ich bin froh, dann fassen Sie die Wand an und spüren viel unmittelbarer etwas, was Fahrzeuggestaltung ausmacht, als wenn Sie die Exponate anfassen. Und ich glaube, das vermittelt zusammen mit den Videos, die ebenfalls laufen, wie ein Fahrzeug heute entsteht. Das Wichtigste bei einem Automobildesigner ist ja, heute etwas zu entwickeln, was eine Lebensdauer hat, die bis zu 20 Jahren unsere Umwelt und unsere Gegenwart bestimmt. Ach, ich würde die Besucher zunächst mal etwas alleine lassen wollen. Denn es ist ein wunderschönes Beispiel,
diese Wand, dass man hier sich ihr sukzessive nähern muss. Ein Museum muss seinen Besuchern nicht die Botschaften vorkauen, erst recht nicht in einem Kunstmuseum, sondern unsere Besucher sollen die Chance haben, selbst zu sehen, selbst zu entdecken und Anregungen zu bekommen. Und ich habe dies in den letzten Tagen schon erlebt. Die haben zunächst auf die Fahrzeuge geschaut, dann haben sie sich umgeblickt, dann haben sie diese Wand entdeckt, dann haben sie diese Linien gefunden, dann sind sie diesen Linien nachgegangen und dann kamen ganz vorsichtig die ersten Tastversuche. Und dann entlang, weil diese Wand ist ja mit 15 Metern gigantisch lang, hier sind ja über 50 Tonnen Marmor auch verarbeitet worden, und dann kam die Auseinandersetzung. Und das ist für jemand, der ein Museum für die, gab für jeden Museumsdirektor, eines der schönsten Dinge, wenn er beobachtet, wie die Besucher die Stücke für sich selbst entdecken. Das Schwierigste ist heutzutage, wie man den Designprozess den Menschen vermittelt. Es ist nicht mehr das klassische Engineering-Design. Es ist bei Gott nicht mehr das Prinzip Form follows Function. Es ist auch nicht mehr das Thema der Sicke, die genau da platziert sein muss, wo es aus technischen Gründen notwendig ist. Es ist die Linie, es ist das Volumen, es ist, wenn Sie so wollen, die Kubatur oder andersrum die Skulptur eigentlich, die aus diesem Gegenstand gemacht wird. Und in einem Museum können Sie vor allen Dingen, wenn es sich mit dem Thema der Gestalt umsetzt, können Sie die Dinge nicht so didaktisch angehen. Hier ist ein Stück Bleistift, hier ist ein Stück Papier, man nehme und, sondern hier müssen Sie die Besucher Dinge auch entdecken lassen. Und so fand ich die Idee, so verrückt sie mir am Anfang auch erschien, aber sie hat mich mitgerissen, sie hat mich begeistert, weil man erwartet in einem Designmuseum alles, nur nicht 12 laufende oder 15 laufende Meter Marmor, die mit Linien, die irgendwie ganz assoziativ zwar dem Thema Fahrzeug zugeordnet werden können, aber bitte welchen? Man kann keines entdecken. Nein, es sind eigentlich abstrakte Linien, die sozusagen die Kurvatur eines Fahrzeugs umschreiben und beschreiben und die in Stein gemeißelt, poliert zu haben. Es ist ja ein Thema der Haptik. Es ist ein Thema des Ganzes und dies nicht an einem konkreten Produkt, sondern abstrakter Darstellung. Und wenn dann über der Wand, die sich über diesen Marmorrelief erhebt, dann nachts noch Filme laufen, die mit dem Thema Design im Automobil zu tun haben, die rauswirken auf die Straße, rüberwirken auf die alte Pinakothek, dann ist dieses ein Zeichen eines modernen Museums, das die alten Meister grüßt, das ich mir besser nicht vorstellen kann.
Ich habe bis jetzt noch nie mit anderen Kollegen, der Designer oder Architekt, noch nie zusammengearbeitet, außer dem Kunst am Bau. In der Schweiz habe ich verschiedene Kunst am Bau Brunnen oder Gartenlandschaft gestartet, aber dann nach meiner Idee. Aber diesmal war der Designer von BMW und Architekt und zusammen mit ich und meine Kollegen zusammen und noch viele andere Handwerker, von guten Handwerker, von bayerischen, gute Hände zu mitarbeiten. Und am Schluss die Modellbau von BMW, die sind auch noch am Schluss letzten 2-3 Tage uns geholfen. So ein richtiges Teamwork haben wir gemacht. Da hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, so gearbeitet habe und es ist rausgekommen, wie ich hoffe, dass Chris Bengere auch noch so gewünscht hätte. Und ich mache nach meiner Meinung nach ist gut gelungen. Und ich hoffe, diese zwei Steine, Adam und Eva, richtig lebt. Vorher war richtig ein richtiger Block von Marmor gewesen, aber noch kein Leben. Und ich hoffe, dass es lebt und dass man spürbar ist. Dieses Projekt ist Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufskategorien, Architekten, Designer und Steinmetz und Modellbau. Und am Schluss Frau Kain, auch alle anderen Leute, alles, wir haben richtig gut zusammengearbeitet. Das ist für mich das einmalige Erfahrung. Es lebt und wie. Ich spüre, dass Stein richtig voll lebt. Und finde ich noch schön, dass man diese Relief, einen richtigen Steinblock, einen Geist hinein stecken kann. Und das ist richtig in unserer Handarbeit. Ich hoffe, dass man spürbar ist. It was a very nice experience for me to get to know Mr. Chris Bengel, so that we can work together from beginning till the end, till last evening, till 1 o'clock in the evening, we are working and polishing. So from the marble with named the Statuario Bernardo. So we found them and we finished them. And together with another colleague and the team of design team. It was a great experience. This form I like very much because it's very simple. And more simple I cannot imagine. So this kind of attitude I have also. It's the same way I'm doing my sculpture making. So when I see his design, I thought, I wish I could join to finish this relief. I was very happy, yes. When I saw this design, I felt it's like a wind go through when you drive by car or just a movement of air. And this exactly, it shows in the lines. In this relief, so I really like very much. It's like a short poem that we have in Japan often. It's very poetical. I hope this relief, without saying any words, it's inviting people to touch. And we can watch people, surely will go and touch. Even if you might write, don't touch, they might touch everywhere because it's really inviting you to touch. And this is interesting of this project, not only the line, also the combination with materials and the finishing of the marble. And this invites you immediately, please touch. And this is, it's really, it's made for be touched.
schlecht. Wir wollten mal die Chance nutzen, oder wir haben die Chance bekommen, Design ohne direkten Produktbezug zu zeigen. Designer träumen ja immer davon, etwas zu machen, was keinen Produktbezug hat. Dies ist aber meist nicht möglich, weil man irgendwelchen Zwängen unterliegt. Wir wollen die Designkompetenz von BMW zeigen und die Kompetenz von BMW Design zeigen, weil wir glauben, dass BMW Design, wie im Übrigen auch Designer anderer Automobilunternehmen, eine sehr hohe Kompetenz für Design generell hat. Und hier war die Chance, dieses auch produktfrei darzustellen, ohne dass der Verdacht, die Einrede, der Vorwurf der Produktwerbung gemacht werden kann. Professor Hufnagel, der ja Chef dieser neuen Sammlung ist, ist im Grunde genommen im positiven Sinne ein Besessener. Die neue Sammlung verfügt wohl über die größte Designsammlung, zumindest Europas, wenn nicht der Welt, nur vergleichbar mit einigen Museen in Amerika, und war bisher auf engstem Raum mit kleinen Möglichkeiten, seine Sachen zu zeigen, zusammengedrückt. Und hier hat er die Möglichkeit gehabt, eine große Designdarstellung seiner Sammlung vom Jahr 1900 bis zum Jahr 2002 zu zeigen. Und er kam auf uns zu und hat uns gesagt, er würde gerne mit uns zusammen diese Wand gestalten. Und dort kamen im Grunde genommen zwei Interessen zusammen. Das Interesse von Professor Hufnagel, der ein Sammler von Design von einem Jahrhundert ist, und von unserem Design, die Gelegenheit ja beim Schopf ergriffen haben, Design zu zeigen. Und dann wurden in mehreren Diskussionen, Gesprächen, wurden dann einfach die Möglichkeiten dieser Wand erörtert. Zunächst mal war die Idee, man macht oben irgendwie Autoteile hin. Und dann kam unser Design mehr und mehr zu der Erkenntnis, das wäre zu klein. Wenn wir dort oben ein paar Autoteile an die Wand genagelt hätten, dann hätten wir im Grunde genommen gezeigt, dass BMW Teile machen kann. Und dann kam unser Design immer mehr zu der Erkenntnis, wir nehmen die gesamte Wand in ihrer doch gigantischen Größe als Designstück. Und Professor Hufnagel ist auf diese Idee sofort angesprungen und hat sofort gemerkt, dass er damit sozusagen einen Treffpunkt für Design in seiner Sammlung hat. Und damit war sofort Einigkeit über das Wie erreicht. Das Automobil ist ja die meistverbreitete Skulptur, die es gibt. Diese Skulptur steht überall rum. Schön oder hässlich, aber unentrinnbar. Und hier ist die Skulptur des Automobildesigns wirklich eine Skulptur. Und das nimmt im Grunde genommen dieses auf, überhöht es, vergrößert es und macht es damit ja, erlebbar. The chief of the design collection, Professor Hufnagel, approached us and asked us to help him or to create some ideas to design this wall. And the first idea from him was to put some pieces of BMW cars at the top of the wall. And then during the discussion how to do it, our designers more and more came to the conclusion we should take the whole wall as just one design installation. Nowhere in the world ever car designers had the opportunity to have such a big space and to find an ultimate design area. As soon as possible, we will invite car designers from all over the world to have a party here and to see what we have done. And you don't see any BMW logo here. It's not a BMW logo thing. It's a gift to the design world to show what design is able to do. And the idea is to encourage designers to think over the borders. This is
really breaking the borders of car design. It is no longer linked to a package. The car is the most spread sculpture all over. You see it everywhere. You cannot just go away from a car. And here we have done it in an art surrounding, and in the Pinakothek der Moderne, you have art at the other side of this wall. So we have it in the right surrounding, in the right atmosphere, and this is a huge change in the attitude towards design. It's making design free. The idea is to create a place where designers had once given the freedom to do really what they want without the necessity to have at the end of the day a car.